Meine lieben Zuschauer und Abonnenten hatten den Auftrag, mir ihre besten SMB3-Level zu schicken, einfach weil ich das Gefühl habe, dass SMB3 der am wenigsten benutzte Grafikstil ist. Und deswegen gibt es heute einen Part nur mit SMB3-Leveln. Herrlich! Und da auch schon mal die nächste Challenge, die RDs, dazu sammle ich im nächsten Mario Maker Part ein. Aber ihr könnt schon mal anfangen zu bauen, und zwar, was auch selten vorkommt, relativ, sind Unterwasser-Level. Ich werde einen spielen im SMB1-Style, SMB3, Super Mario World und New Super Mario Bros. U. Nur damit ihr jetzt schon anfangen könnt, Details im nächsten Part, auch erst im nächsten Part die IDs. Aber ihr könnt ja jetzt schon anfangen, wenn ihr Bock habt, Unterwasserlevel zu zaubern, die es sich zu zeigen lohnt. Also haut rein, wenn ihr Bock habt. Mich würde es freuen. Okay, jetzt aber All Worlds in SMB3 Remix. Check von Puddle. Okay, sieht aus, als wären die ganzen Welten von Super Mario Bros. 3 gemixt. Um auch mal den Spieletitel auszusprechen, ja. Ihr kennt es, erschien 1988 für das NES und es gibt Remakes für Super Nintendo auf der Mario All-Stars Collection und für Game Boy Advance. Das ist eine P-Switch-Tür. Alter, ist die gut versteckt. Nicht übel, sprach der Dübel. So, okidoki, ist nicht nachgebaut, muss man auch mal sagen. Das würde mir doch deutlich bekannt vorkommen, aber nein. Tanuki! Oh, hier ist auch schon Ende. Die Bumper gab es damals auch nicht. Was ist denn hier los? Oh, danke, danke, ein P-Switch. Dann weiß ich schon mal, wo ich den benutzen möchte. Da, 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 da. Oh, nicht genug Anlauf. Na, das Versteck ist schon gar nicht mal so ohne. Switch-Tür. Willkommen in Welt 2. Ich habe mich schon gefragt, wie das zustande kommen soll. Welt 2 ist ja bekanntlich eine Wüstenwelt. Recht gut angestellt mit diesen Plattformen. Das vermittelt so ein bisschen den Look. Ja, Wüstenambiente. Vermisse ich immer noch in Mario Maker. Auch wenn ich kein gigantischer Fan dieser Wüsten bin, aber gehört halt einfach total zu Mario dazu. Saremoi, wo soll ich denn da irgendwie hoch? Oder wie? Jetzt kommt die Flamme da wieder an. So, jetzt vielleicht? Nee. Ich hab mal wegen der Piranha-Pflanze dann die Hose gemacht, aber irgendwie... Pff. Na gut, jetzt wissen wir Bescheid. Wie man nach Welt 2 kommt. Okay, nicht gestackt. Es gibt direkt ein Tanuki-Blatt. Ich bekomme das sogar. Wäre noch knapp. Ich komme da gar nicht so ohne weiteres hoch. Hilft mir dieser Block? Ist einiges los hier, wenn ich das so sagen darf. Verschwinde. Den will ich haben. Aber alle 8 Welten kriegst du gar nicht nachgebaut, oder? Rein vom Platz schon nicht. So, schwupps, da wären wir. Ja, einiges. Auch ziemlich cool, wie man, ja, die unteren Wege dieser Pyramiden im Spiel irgendwie auch ungern gegangen ist. Verdammt. Vielleicht gehe ich mal hier lang. Das ist schlauer und einfacher. Hier gibt es sogar eine Blume. Ich quäl mich da ab. Und da sind Flammen im... Alter, das soll die Sonne darstellen. Die Sonne in Super Mario Bros. 3. Ich glaube, mein Schwein furzt La Paloma. Sehr gut. Checkpoint, danke. Was war da eben? Ich habe die Zahl nicht gesehen. Das scheint die Eiswelt zu sein. Welt 3 war ja eine Unterwasserwelt. Welt 4 die Gigantenwelt. Und Welt 5 war, glaube ich, die Insel mit den Wolken. Und das könnte Welt 6 war das, glaube ich, mit dem Eis. Was auch immer sich dort verbirgt. Ich könnte mit dem Tanuki hinkommen, habe aber keinen mehr. Außerdem war es bestimmt nicht im Sinne des Erfinders. Das hier ist eine Reset-Tür. Und Schlangenblöcke. Oh, warte, warte, das wird nicht gut. Sage ich doch. Ja, auch die Schlangenblöcke fehlen in Super Mario Maker, aber mit etwas Fantasie. Der Baumeister kann man so etwas also zaubern. Ist ja ganz klar. Ah, da, 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 da. Auch wenn sie nicht ganz funktionieren wie die guten alten Schlangenblöcke. Muss mich aber zusammenreißen. Also, Glück auf! Muss mich halt den Gegebenheiten anpassen. Verstehe. Paddel, paddel. Bislang tadellose Arbeit.
Die Mission, Super Mario Bros. 3 Level zu zeigen, wird damit absolut erfüllt. So, herrlichst. Achtung, da kann ich wieder runterfallen. Rutschig. Das war die Eiswelt. Nicht schlecht. Jetzt kommt Welt 3. Unter Wasser. Ja, mit viel Fantasie. Das ist halt echt böse, muss ich sagen. Das ist richtig mies. Weil, ich kritisiere das eh von Nintendo. Es sollte auch Unterwasserlevel geben, die sich so wie in Mario World oder auch in Super Mario Bros. 3 schon gesehen. Yes. Ja, so ergänzen. Nicht nur entweder unter Wasser oder an Land, sondern halt auch mixen. Aber das habe ich vor kurzem schon gesagt, oder? Habe ich es im letzten Part erwähnt? Genauso wie, ich sag mal, in Super Smash Bros. Oh, das Welt 4, die Riesen. Wie in Smash Bros. Die Mario Maker Stage. Verdammte Axt. Naja. Die Mario Maker Stage Schrägen hat. Obwohl es die in Mario Maker gar nicht gibt. Leider, leider. Da ist ein Pfeil. Angst. Da geht's auch weiter dann. Verlassen wir Welt 4. Sehr schön gemacht. Welt 7 war so eine Röhrenwelt. Da gab's auch Mancha-Runs und so. Oh, da war ein Tanuki. Ich geh jetzt einfach mal weiter. Gut. Und noch ein Checkpoint. Twomps geben ihr Bestes. Auch ein sehr langer Level, ne? Und das Finale, Welt 8. Hier wäre ein Luftschiff-Bereich ganz cool gewesen, aber ich weiß, man hat nicht so viel Platz. Und das Finale mit einer Feuerkutsche. Naja. Ja, das kann ja was werden. Yo. Heilige Macaroni. Da kommt Peace Witch, da ist ein Bowser. Und der nervt doch instant. Eieiei, da sind noch mehr Bowser. Was ist denn hier los? Danke. Moment mal. Peace Switch. Damit hat sich Bowser aus dem Staub gemacht. Der eine zumindest. Ah! Ist das hart? Hartes Brot. Ich weiß gar nicht, wo es überhaupt lang geht und so. Okay, erledigen wir erstmal die Kollegen, ja. Bowser Jr. mischt auch mit. Ich hätte hier an der Stelle aber, so cool die Idee ist, man hat sich halt darauf konzentriert, auch mal was Neues zu machen, aber so ein klassischer Bowser-Kampf wie in Super Mario Bros. 3 eben, das wäre schon gar nicht mal so schlecht gewesen. Los, immer wieder die Blume holen. Wobei die Zeit doch langsam knapp wird. Gut, wir haben ja Checkpoints, aber trotzdem. Was, die Maximalzeit? Komm, Bowser. Da sind sie. Da gehen sie down. Da gehen sie down. Es kann nur maximal 3 geben, deswegen sehe ich das ganz entspannt. Wo geht's denn nun lang? Hier kann es auf jeden Fall nicht das Ziel geben. Das ist schon mal de facto. Wir sind hier nämlich in der Höhle. Oh, dammit. Hier ist jetzt weg. Ach, da ist eine Peace-Switch-Tür. Okay. Irgendwie komisch. Aber meinetwegen. Ja, damit man nicht dahin kommt, ohne die Bowsers besiegt zu haben. Es gibt immer noch genug Gefahrenquellen hier. Aber hallo, Trion. Ich finde, wir sind auch noch nicht fertig. Obwohl, das müsste eigentlich... Ja. Das reicht locker flockig von der Hüfte. Der Level ist fordernd, hat Super Mario Bros. 3 Style, ist aber innovativ. Das ist eine sehr gewitzte Kombination. Paddel. Ja. Lass mich durch. Und nun? Was? Danke, dass ich gefeiert werde.
Und jetzt, passiert was? War das so gedacht? Ich glaube mal nicht. Was ist das denn? Okay. Wir geben auch langsam die Zeit aus. Nur noch 25 Sekündchen. Wobei ja das nicht mal Sekunden sind. Aber cool. Nice. Wirklich anspruchsvoll und auch sehr viel Mühe reingesteckt. Und was ich auch finde, der Level ist so vollgestopft. Der Level ist so vollgestopft, dass... Oh, ich habe einen Weltrekord. Da war ich gar nicht so schnell. Dass ich mich frage, wie das gepasst hat, weil irgendwann sagt doch Mario Maker, nö, zu viele Gegner oder zu viel Stuff. Aber diesmal nicht. Sehr schön, da unten steht die ID und die nächste kommt so gleich. Als zweites haben wir hier Play Madden. Hi, Great Brothers Voyage, Play Madden. Abschlussrate 8%. Das sollte klar gehen. Und ich sehe schon wieder was mit einer Feuerclownskutsche. Die hat's euch angetan, wett? Aber ist auch ein schönes Element. So. Ja, zum Thema die Wüste vermissen. Ich glaube nicht mehr dran, dass Mario Maker große Updates bekommen wird. Und wenn dann wieder neuen Stuff, wie die Feuerclownskutsche oder P-Switch-Türen und Bumper, die übrigens alle im letzten Part benutzt wurden. Finde ich auch interessant. Knochen trockeln. Madden versucht sich in einem Nintendo-like-Level. Mal sehen, ob da noch mehr die Luzi abgeht. Aber ich kann bislang nicht verstehen, warum nur 8% den Level gepackt haben. Aber vielleicht kommt noch was Geiles. Das ist zum Beispiel eine coole Idee, Madden. Ohne Scheiß. Die Pilze und das Laufband zu kombinieren, da bin ich auch noch nicht auf den Trichter gekommen. Respekt dafür. Ja. Jo. Und dann? Und dann? Ah, okay. Warum fallen die erst die Zeit nach runter? Weil es scrollt, oder was? Was ist da oben gewesen? Auch Münzblöcke quasi, oder Blöcke, die zu Münzen werden? Aha. Ja. Das ist für mich gepflegte Super Mario Bros. 3 Kost. So ein Level wie den ersten. Jetzt von der Schwierigkeit gerade im Original gar nicht. Ja, ich weiß, was es ist. Super Mario World. Nein. Oh. Aber jetzt die Mitte. Nein. Boah, voll fail. Super Mario World, diese Bonus-Stage. Checkpoint und unfreiwilliges Scrolling. Wie ich Scrolling-Level liebe? Nein. Dann okay. Ja, das war natürlich Epic Fail. Der Wickler hat sich's auf dem Monty bequem gemacht. Partnerlook. Ich paar Gegner jetzt. Macht Spaß zu zocken. Jetzt kommt was damit. Kann ich die auftauen? Was? Ernsthaft? Na gut, die tauen nicht auf. Die gehen wie die anderen Blöcke einfach gepaart. Hey Bowser, was geht? P-Switch aktiviert, ne? Ich nehme aber trotzdem alles locker flockig. Nur die Ruhe. Schön! Oh, super! Schön dekoriert. Da kann ich jetzt von oben gar nicht dran springen. Yay! Madden! Sowas hatte ich mir vorgestellt. Wunderbare Sache. Ein Stern für Blame Madden. Ihn, seinen Kanal und seine Let's Plays findet ihr in meinen Partnerkanälen. Schaut mal bei ihm vorbei. Wenn ihr ihn nicht schon kennt, war er schon öfter in Mario Kart dabei und all das Ananas. Ja, aber schreiten wir zum nächsten. Das wäre der Oliven-Olli. Ach, den hatten wir auch schon mal. Crayford Island. Ja, die Leute, die sich beschweren, oh, du nimmst mein Level nicht dran. Ihr seht, es ist möglich, dass viele mal öfters drankommen. So, das soll also eher ein Friedhof darstellen. Nice. SMB3-Look war ja vorgegeben. Na, komm mal da, kommen wir hin, indem ich
Da komme ich ja gar nicht rein. Ja, dann brauche ich einen P-Switch. Heute ist echt P-Switch angesagt, du. Ja, das Geisterhaus gab's ja in Super Mario Bros. 3 nicht. Aber das ist kein Ding. Ja, noch einen holen, oder nicht? Der da oben... Ach nee, Quatsch, nicht... Ja, komm, Gedankenaussetzer. Ne, der da oben, der hat mich verwirrt. Aber das einfach nur, um zu zeigen, so, du brauchst hier einen P-Switch. Falsch kalkuliert. Oh, man. Na gut, kann passieren. Muss nicht, kann aber. So, take this. Mit Geduld und Spucke. Die Buhus können mir gar nichts. Ja, das sind so Jump-Passagen, wo auch noch wunderschön... Jetzt, wenn man so ein bisschen mit Karacho ankommt, dass man hier stoppen kann. Aber ich hab's irgendwie falsch eingeschätzt. Okay. Ja, da wird deutlich angezeigt, jetzt brauchen wir einen Powerblock. Verstehe voll und ganz, wo versteckt er sich? Ja, der Buhu-Kreis. Hey, clever. Ich habe noch gar nicht dran gedacht, den so an der Schiene dran zu hängen. Damit kann man ja cool was machen. Moment. Ist mir das Herz nicht hoch? Ich habe so überlegt, kommt er mich ran, kommt er mich ran? Und dann denke ich mir so, verdammt, da! So, ein Power-Up gab es auch noch. Das ist schön, das ist fair. Das freut einen. Ja, ich dachte jetzt, was ist er? Risky. Jetzt kriegt das. Schön, Checkpoint. Wie geil. Ey, Mann, super Idee. Ah! Das ist so episch. Hätte ich damals meine ersten Level so gebaut, ich hätte verdammt viele Sterne. Meine Level haben auch coole Ideen, aber ich finde eure Ideen eigentlich immer cooler. Das ist wirklich der Wahnsinn. Ich suche mir immer nur random Kommentare raus. Okay, diesmal natürlich mit dem Hashtag SMB3. Ist ja ganz klar. Aber meine Abonnenten, die können so geile Level zaubern. Schon so oft gesagt, aber die Sternranglisten-Level oder die Event-Level, die machen mir gar nicht so viel Spaß. Noch nicht mal die offiziellen Baumeister haben oft so viel drauf wie meine Abonnenten. So, wo geht's lang? Ich gehe erstmal gediegen nach links. Slide to the left. Okay, P-Switch. Schön, dass man es immer gesagt kriegt, was man da braucht. Wo könnte er sich verstecken? Da oben. Kommt er rausgedönert? Ja, Mann. Das wäre jetzt doof. Egal, Wickler. Du wickelst mich zwar um den Finger, aber... helfen würde ja dir das nicht. Du Viech, Gesicht. Auch optisch sehr schön mit den Totenköpfen. Allererste Sahne. Gibt auch immer wieder Leute, die in den Kommentaren die Level von euch untereinander bewerten. Und ich finde es auch eine gute Sache. Da habe ich in letzter Zeit auch nur noch die Note 1 gesehen. Verdientermaßen, verdientermaßen. Aber hier scheint es irgendein Secret oder Geheimnis zu geben. Oder so ein bisschen Metroidvania. Da brauchen wir einen Schuh, alles klar. Schuh, P-Switch und Powerblock. Und hier fängt's an. Ja. Meine Ranken auch ganz nice immer. Was von allen bekommen wir als erstes? Schuh, P-Switch, Powerblock. Blume. Hätte mich auch gewundert. Ich habe mir gerade gedacht, wie komme ich denn da aus der Ecke da wieder zurück, sag ich mal. Der Powerblock will als erstes mitgenommen werden. Da links sehen wir auch schon den Schuh. Oh, man. Ja, das ist für mich so ein typischer Geisterhaus-Level.
So, das war hier rechts, ne? Was muss ich jetzt tun? Okay, ich muss langsam mal sagen, ein Checkpoint wäre ganz cool. Ne, hatten wir ja, ne? Ich habe halt nur gerade Angst abzukratzen. Jawohl. Aber so richtig. Aber so richtig. Das ist risky. Und ich komme nicht so recht. Was ist das denn? Boah, langsam ist ganz schön hart alles. Ja, Schuh, Schuh, Schuh. Ich habe nur den Schuh gesehen. So, dann lass mich mal zurück da mit dem Schinken. Danke. Nicht verlieren. Und jetzt auf der Suche nach dem P-Switch. Ich kann da abspringen. Achso, okay, okay, okay. Schon wieder Feuerclowns Kutsche. Habt ihr euch abgesprochen oder so? Okay. Aber so lange Level heute. Ich habe mit dem letzten Mal den ersten Part von eure Level angeschaut. Da waren ja irgendwie 10 Level. Die auch ein bisschen basic waren. Und heute ist alles so hochgradig. Jetzt kriegt man ja schon in 4... Oh, mit 4 Leveln gar nicht so viel hin. Ich hoffe, das ist hier richtig. Ja gut, ich kann das freie Bomben. Clownskutsche verliert. Was ist mit der anderen? Ach, hier gibt es einen P-Switch. Damit komme ich wieder zurück. Macht Sinn! YOLO! Okay, okay, Mann. What the? Ich hätte noch länger warten können und dann... Weiß nicht, gibt's da irgendwo einen P-Switch? Schreib es in die Kommentare, Oliven-Olli. War er doch, ne? Herzlich gut. Weltrekord. Ja, ein bisschen schneller, dann wäre ich... Wäre ich sogar der Weltrekordhalter gewesen. Das überlasse ich euch. Auch hier steht die Level-ID unten. Ja. Und noch schnell einer dazu. Und die Nummer 4, Markus Flip Castle. Okay, das ist zweifelsohne SMB 3. Sieht jetzt nicht so lang aus wie die letzten Level. Okay, gucken wir mal. Wer Markus heißt, er kann ja nur geiles Zeug fabrizieren, oder? Außer die mit K. Die mit C. Voll fail gerade. So, wo sind wir denn hier? Ich glaube, ich weiß, was die wollen, oder? Hä? Warum? Ne, ich muss. Ah, fast, ne? Da ist ein Powerblock. Hab noch keine Ahnung, wie das hier aufgebaut ist. Ich glaube, das macht Sinn. Das macht vielleicht auch Sinn, aber über Lava laufen kann ich deswegen immer noch nicht. Aber hier drüber. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Gibt's hier einen unsichtbaren Block vielleicht? Nein. Dafür geht's hier rein. Boah, zu viele Röhren. Lecco mio! Was zum... Display flip everything. Exactly. Ach, es dreht immer alles um. I get it. Ah, ja, ja, ja. Dann macht es natürlich noch mehr Sinn. Nee, das war nix. Blablabla. Chup. Chupa. Chups. Das mitnehmen. Ja, die sind zwar oben, aber die fallen ja trotzdem runter. Dann ist die Idee gar nicht so übel. Ich dachte mir nämlich erst so, hä? Das dreht alles um. Ja, da will ich aber in die Röhre hier rein. Kann man aber nicht.
Aber ich kann in die linke Röhre natürlich. Ich hab die Idee dahinter erst nicht gepeilt. Muss ich zugeben. What the? Ich weiß jetzt nicht, was da rechts ist, ne? Alter! Bomben! Aber die Lava hat mich umgebracht. Zum Glück war ich ja noch gar nicht. Castle Arsel, hä? Nehm ich mal mit, hä? Wenn du hier stecken bleibst, musst du neu starten. Ja, dann mach doch so einen Mist nicht. Hä? Ist dein Ernst? Komm ich dann wieder beim Checkpoint raus? Nein? Irgendwie nicht, nee. Man soll sich eine wirkliche Bombe nehmen, wie ich es gemacht habe. Ich habe ja nicht dran gedacht, dass es halt wirklich von Belang ist. Na gut. Kriegen wir hin, oder? Die Idee ist cool, auf jeden Fall. Hat was. Dass man da stecken bleibt, ist jetzt nicht so toll. Vielleicht hat man sich da irgendwas einfallen lassen können, damit, unsichtbare Blöcke oder sowas. Ja, das ist natürlich nie so ganz das, was sich alle erträumen. So, ich nehme mit. So, oder? Reicht. Kommt da noch einer? Nope. Ja, schön. Auch sehr nett. Das ist eine tolle Idee dahinter. Ich würde die ersten drei aber noch davor setzen. Das zeigt einfach, was für ein großes, tolles Niveau wir bereits haben. Und auch im nächsten Part gibt's eure Level. Dann, wie gesagt, mehr zu der Challenge. Und beste Daumen oben werde ich euch loben. Bis dann und ciao!